Hallihallig, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Station Ears. Also, die zweite Folge für heute. Ach ja, so, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache mir eine kleine Liste und da mache ich Striche drauf. So, Folge 2. Und dann weiß ich immer, erste Folge oder zweite Folge und kann auch die Abmoderation richtig gestalten. Ja, so, was ist passiert? Für euch sind ja nur wenige Minuten vergangen, Sekunden. Das Video ist ja jetzt schon da, das erste kam ja gerade eben. Und das ist aber für mich eine neue Session gewesen, eine neue Aufnahmesession. Und dann dachte ich, ich belaste euch nicht damit. Oh, ja. Denn das Kabel war mir ja ein übler Dorn im Auge, wie das hier hässlich aussah. Kabeltechnisch hier so runter, deswegen, ja, die sind noch nicht ganz so, wie ich sie haben will. Sollten eigentlich noch Querstreben rein. Nur dafür muss man ja zweimal schweißen. Und warum ist eigentlich der Helm immer offen hier am Anfang? Und ich kann euch sagen, beim Bau von dem Ganzen muss meine Schweiß. So. Hier. 0 Kilopascal. Ich konnte nicht mehr schweißen. Weil leer. Gas leer. Also ich habe hier erst ein anderes Ding probiert, hier mit größerem Sockel und sowas, und habe da Platten geschweißt. Ja, und dann war mein Schweißgerät leer, das Gas. So, deswegen sind die jetzt halt nur einzelne Rahmen, einfache und ohne Querstrebenden. Dafür muss man sie einmal schweißen. Ja, naja. Müssen wir dann noch fertig machen. Aber ich dachte so, ja gut, so Oberleitung, Hochspannungsleitungsmastmäßig. Sieht vielleicht besser aus. Sieht irgendwie aus wie ein Kreuz. Eins kann ich mal noch versuchen, ganz schnell. Ja, es geht gleich los mit dem Gas, keine Sorge. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Sonst sieht das aus hier wie so. Wie ein Kreuz. Ja, naja, zufrieden bin ich damit noch nicht. Mal sehen, vielleicht wird das noch ein bisschen besser. So, ich habe gelernt, mich nicht ganz so hoch fallen zu lassen. Denn ich habe nicht nur das Ding gebaut, sondern war auch Gold meinen. Sehr viel Gold. Ich bin da hinten bei dem Berg. Hinter dem Berg war ich. Und habe da Gold geholt. Und viel geschmolzen. Und in der Zeit habe ich das da eben mal hingeklatscht. Und ich sag mal so, ich habe sehr viel Gold geholt. Ich habe knappe 3 Stunden lang Gold geholt und geschmolzen. Und ja. Jetzt haben wir 1,8 Kilo Gold. Wegen Kabel. Die anderen, die habe ich noch nicht aufgefüllt. Da sind 125 Gramm drin. Naja, kommt auch noch. So. Des Weiteren, habt ihr jetzt nicht gesehen, kommt ja aber auf jeden Fall wieder, war ein Sturm. Mehrere Stürme. Und, ja, ich kann sagen, die Dinger da auf dem Berg, die gehen ganz schön ab bei Sturm. Oha. Also hier, Batterie gewechselt beim Sturm und hier zwei auch andere reingemacht vom Grinder hier rausgeholt und so weiter. Ja, die waren relativ schnell wieder voll. Und dann war ich mal oben und das Ding, die haben sich gedreht. Und hier kam hier auf dem Kabel mit dem Netzwerk-Analyzer. Ich habe das da oben nicht angeschlossen. Das ist angeschlossen, das ist angeschlossen. Die ist angeschlossen. Was? Health? 96? Oh. Ja, das geht ja mal gar nicht. Ach, jetzt muss ich die hier wieder sortieren. Ja, schön. Das ist immer, wenn man zumacht und dann wieder aufmacht, dann sind diese Fenster hier wieder komplett durcheinander.
Aber das ist immer so, das lässt sich nicht vermeiden. Außer die patchen das irgendwann. So, jetzt machen wir mal so, den nehmen wir hier rein. Gut. War das leicht beschädigt, sowas? Habe ich das nicht ganz repariert? Ja, aber hier, meine Eier. Meine Eier. Ja. Hier waren die Eier drin. Die Eier, die sind... Ich kann es mal aufnehmen, das Ding. Und mal reingucken. Ja, man sieht die Eier. Die 6 Eier da drin, die sind... Huch. Und wenn man jetzt rausschmeißt, dann sieht man auch... Da quillt die Soße raus. Pfui Deivel. Ja. Ist mir so eingefallen, dass da ja Eier drin waren. Ja, gut. Hier, ne? Hupsi. Efficiency 0. Health 100. Ja, das ist, die habe ich wohl vergessen anzuschließen, hm? Kein Problem. Heavy Kabel. So. Na, so. Welche haben wir dann? Brauchen wir da drunter. Hier. Requires. Ach ja. Hier brauche ich auch, ne? Doch, Diet. Achso. Erstmal hier Klebebandchen wieder rein. Musste ich auch nochmal machen. Sind auch wieder leicht leer gegangen. Schnibbel, schnibbel. So, jetzt kann man. Yep. Und da fängt sie an. 3 Watt, 1%. Ja, sehr gut. So, schön. Also. Jawohl, ich lasse gern. Kabel. Halt, das sind die falschen. Wo hatte ich die drin? Ah ja, hier beim Werkzeug. Da waren die ja drin. Beim. Nicht beim Werkzeug, beim. Ja, alles Mögliche. Die kann man auch kombinieren. Die kann man nicht kombinieren. Okay. Gut. Ja, so. Dann, also wie gesagt, dieses Ding da, ja. Aber, wie gesagt, ohne Gas, kein Spaß. Dann, ja, kommt jetzt der Moment, würde ich mal sagen. Oh, ich trau mich nicht. Ich trau mich absolut nicht. Aber wir müssen. Mining-Belt. Mining-Belt auf. Left Hand. So, ja, Beacon. Der Beacon muss pieken. Sonst kommen wir nicht mehr nach Hause. Atmos Analyzer, wir machen den Tracker rein. Ich habe übrigens rausgefunden, also das mit dem Tracker, das ging manchmal nicht und manchmal doch. Und das lag daran, tatsächlich, Neustart, dann ging's. Also das ist teilweise ein Spielproblem. Ja, es ist tatsächlich so. Man kann mit dem Mausrad, kann man erstens Leute anpingen, Los Ossos. Und so wahrscheinlich auch den da. Den Penetrating, den Ground Penetrating Radar, den hatte ich ja am Anfang, stand dran, No Radar. Wahrscheinlich hätte ich einfach mal mit der Maus einmal rüber machen sollen und dann wäre der Radar da gewesen. Entschuldigung. Wenn man wahrscheinlich mehrere auswählen kann, die überall platzieren und die dann auswählen. Ja. Aber das hat einem ja eh bloß dieses Matsche da angezeigt, dieses komische blaue. Deswegen, ja, nee. Vielleicht später mal nochmal. So. Zuerst mal mache ich den hier wieder da rein. Und dann nehme ich mir den. Anschalten und wieder einsetzen. So, dann machen wir so. Tracking Beacon. Vielleicht hat er das mal nicht an. Da war doch auch mal irgendwie Distance 0 und da war kein Pfeil und ich habe gesagt, tut nicht. Vielleicht hätte ich einfach mal mit dem Mausrad scrollen sollen. Vielleicht muss man gar nicht neu starten, sondern einfach nur mit dem Mausrad scrollen. Das kann natürlich auch sein. So, Beacon ist voll.
Die Batterie habe ich extra angeschaut. Ach ja, genau. Ich bin rumgesprungen. Habe ja hier Gold gesammelt und habe mich ganz hoch fallen lassen. Also ich bin hochgeflogen. Ganz hoch, so weit wie es geht. So. Und habe dann den Jetpack ausgemacht. So. Und dann wird man so schnell. Hätte ich jetzt nicht den Jetpack gemacht, dann wäre ich runtergeknallt. Und das ist mir nämlich passiert. Ich bin hier drauf geknallt. Und deswegen ist mein Helm kaputt und mein Suit kaputt. Man sieht es hier. Beschädigt. Damaged. Ich habe einen Leck gehabt, habe dann tatsächlich Luft verloren und habe dann eben mit Klebeband, habe ich ja dabei genug, in meinem oberen, habe ich dann alles gepatcht und dann war das wieder soweit gut. Ich konnte wieder atmen, aber ja, jetzt ist halt der Anzug etwas beschädigt. So, ich kann hier einen neuen Anzug machen. Ist, glaube ich, eingestellt? Ne, ist nicht eingestellt. Habe ich probiert. Kann ich machen. Da reichen meine Fähigkeiten dafür. Aber ich kann den nicht wechseln, denn sobald ich den anderen ausziehe, habe ich ein Problem. Wegen, ja, Atmosphäre, Sauerstoff und so weiter. Gut. Jetzt ist Nacht. Das ist natürlich jetzt kontraproduktiv zum Sammeln. Aber egal. Nein. So. Wir fliegen trotzdem mal los. Ich schaue mal eben noch die Batterie. Oh, 55. Ja, komm, guck mal hier. Machen wir frisch. So. Sauerstoff ist noch okay. 3000. Aber könnten wir eigentlich auch mal... Ach, komm. Jetzt ist eh Nacht gerade. Jetzt hoffe ich mal, dass da jetzt im Moment kein Sturm kommt. Das wäre unvorteilhaft. Wo ist mein Gürtel? Da. Wir brauchen das da. Ja, dann machen wir den mal eben kurz weg. Nicht umfallen. Böser, böser. So, dann einmal hier rein, kurz Luft anhalten. Und wieder rein. 5. Geht da nicht noch mehr? Warum bewege ich mich dahin? Ich probiere mal nochmal. Ne, gehen nur 5 rein, okay. Was ist das? Ah, ich rutsche wahrscheinlich von dem Ding hier runter. So, wieder connected. Das Problem ist nämlich, man kann, wenn er connected ist, kann man die Flasche nicht einsetzen. Da er ja dann hier an der Leitung hängt. Das heißt, ich müsste hier... Wo ist er denn? Hier müsste ich einen Anschluss hinmachen. Do. Und dann könnte ich da irgendwo Sauerstoff abzapfen. War hier voll und da ist leer? Ich weiß nicht genau. 5,5. Ach so, klar, da geht ja auch nur so viel rein, wie drin ist. Also es geht jetzt immer weniger hier in den Tank rein. Die habe ich aufgefüllt bis 9000. Ja, egal. Müssen wir dann halt... Ach, hier, den Mining Drill. Ich denke gerade, hä? Wieso ist da voll? Da kann doch nicht voll sein. Mining Drill habe ich da reingepackt. Ja, das ist, ja. Gut, der Mining Belt. Den lassen wir mal offen. Der Beacon funktioniert. Naja, dann. Da hinten war doch irgendwo. In dem Areal da hinten. Jetzt ist übrigens minus 62 Grad. Also jetzt könnten wir sogar splitten. Das Zeug. Und in den anderen Mining Belt, der da im Schrank ist, reintun. Und gleich schon mal die richtige Menge für den Furnace bereitstellen. Würde jetzt gehen bei Nacht. Aber wir wollen ja jetzt erstmal Schweißgas machen und dann erstmal die Bude schweißen. Und dann da in der Bude den Furnace aufstellen. So, guck mal, hier haben wir nämlich Sauerstoff, oder? Zeig's mir an. Oxide, sehr gut. Haben wir denn da noch mehr? Nö. Das war sehr wenig Oxide.
Haben wir hier noch irgendwo Sauerstoff? Oh ja, das war ein Goldlager. Hui. Oder Eisen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war Gold. Da ist auch noch Gold. Ja, stimmt. Da war ich auch drin. Da kam immer mehr raus. Immer mehr, immer mehr. Oh, hier haben wir Oxid. Jetzt zeigt das an, komischerweise. Gerade eben hat es nicht angezeigt. Oxid. Oxid, Oxid. Also, ich versuche jetzt mal, dass wir unsere Tanks gleich ordentlich füllen können. Und dann richtig schön alle Flaschen Schweißgas füllen können, die ich da rumfahren habe. Ja, da kommt ganz schön viel raus. Die Stacks sind relativ schnell voll. Hier war doch noch. Da ist noch irgendwo. Und hier. Ich glaube, wir brauchen mehr Sauerstoff als Wasserstoff, ne? Oder waren es 60% Wasserstoff und 30% Sauerstoff? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich brauche sowieso mehr Sauerstoff. Denn ich muss erstmal schauen, ob mein Filter richtig funktioniert. Und dann kann es sein, dass uns da der gute Sauerstoff davon fliegt. Weil ich eventuell den falschen Filter drin habe. Aber ich könnte auch den anderen Filter reinmachen. So, ich mach mal den noch. 50. Ah, zu viel. So, was ist, wenn ich das jetzt rausschmeiß? Bei minus 51 Grad. Bleibt das schön erhalten. Sehr gut. Also, dann brauchen wir jetzt noch Wasserstoff. Sauerstoff. Da haben wir Wasserstoff. Was ist das? Was bist du? Nickel! Oh! Okay. Wir brauchen jetzt, machen wir erstmal das. Boah, Nickel! Endlich Nickel gefunden! Okay, also ist doch hier in der Nähe Nickel. Den Nickel brauchen wir für einige Legierungen. Um zum Beispiel, was war das? Die große Batterie oder die großen Solardinger herzustellen? Ich weiß gar nicht mehr. Für irgendwas braucht man Nickel. Aber jetzt brauchen wir erstmal Schweißgas. Ist hier fertig? Ja, scheint fast so. Ist natürlich die Frage, nicht, dass ich wieder... Ja, siehst du, ich fliege wieder nach Hause. Genau die falsche Richtung. Hier hat's Nickel. Oh, jetzt wäre eine Fahne gut. Könnte ich eine Fahne hinstellen? Ich glaube, ich mache mal ein paar Fahnen. Und dann könnte ich mir hier eine Fahne hinstellen und sagen, gut, hier, da wo die Fahne ist, ist Nickel. Nickelnacke. Wobei man das am Tag natürlich auch viel besser sieht, ne? Hier ist Silber. Apropos Tag. Da kommt er schon wieder. Der Tag. Der alte Schlingel. Oh, Berg. Ein Berg. Ah, hier war ich offensichtlich auch schon mal an dem Berg. Oh, da ist auch noch Gold. Oh, sehr schön. Oh, sehr viel Gold. Oh, ja. Wie bei dem anderen Berg. Da war viel Gold drin. Was bist du?
Eis. Oh, und wie schnell das hell wird auf einen Schlag. So, schauen wir mal, ob wir da nicht noch ein bisschen Oxid finden. Nicht Oxid. Was ist das? Kohle. Ein bisschen Wasserstoff. Da hat es Wasserstoff. Ja, das sieht man von weitem. Sehr gut. Ich glaube, da geht es auch wieder nach Hause. Das ist ja dieser Berg. So, jetzt haben wir uns aber noch ein bisschen Wasserstoff. Oh, ich glaube, da drüben hat es auch Nickel. Da. Und das ist ja praktisch. Oh, schon voll. Ja gut, komm, pass auf, ich lasse den Nickel da. Schade, aber ja. Den werden wir schon wieder finden. Den, das Nickel, der Nickel. Oder das Nickel? Schreibt's doch mal in die Kommentare. 50, 30, bisschen haben wir noch. 46, jetzt noch einen Klumpen und dann können wir wieder weiter düsen. So, jetzt ist voll. Okidoki. So, mein Beacon ist da. Ah, ich sehe schon. Man sieht meine, hier. Meine Traverse. Entschuldigung. Meine Stromtraverse. Und hier, was haben wir hier? Noch mehr Gold. Okay, also Gold haben wir definitiv genug. Ja, so ein fettes Vorkommen war das da hinten auch. Da ist Eis für Wasser. Muss ich auch nochmal einen Wasserschmelzer, dass wir Essen wieder anmachen können. Hier, Tefma spielt Stationeers. Mein Arbeitskollege. Der heißt nicht Tefma, das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Namen. Ist kein Araber, keine Sorge. Wobei, wäre ja auch nicht schlimm. Aber, ja, nee. Ach, das ist mein Wind... Ah ja, das ist mein Windpark. Das sind die Fundamente vom Windpark. Sehr gut. Hier ist, glaube ich, auch Nickel. Und überall meine Löcher. Der ganze Planet zerlöchert. Ah. So, und wenn wir wieder zu Hause sind, dann ist leider, da ist glaube ich auch nochmal Nickel, so wie das aussieht. Sehr gut. Wenn wir wieder zu Hause sind, dann ist leider Schluss für heute. Mit dem Paul ist Schluss für heute. Und dabei bin ich nicht mal Paul. Ach, guck mal, hier wäre auch noch gewesen, ne? Sowohl sauer als auch Wasserstoff. Naja, gut. Überall meine unfassbaren Löcher. Ich muss mal diesen Bodenreparierer bauen. So einen Boden. So eine Art Bohrer. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall scheint es so eine Art Dingens zu sein. Der hier den Boden richtet. Wieder gerade macht. So, meine Lieben. Jetzt mache ich den Beacon wieder aus. Wegen Batterie und so. Ja, die ist schon gelb. Kein Problem. Strom haben wir im Moment genug. Zack und aus das Ding. Machen wir da rein. Dazu. Ah ja, Filter musste ich mir auch ganz viele machen. Den Filter habe ich auch eingebüßt. Ah, und hier seht ihr, da ist mein zweiter Mining Belt. Den haben wir ja schon gemacht gehabt. Oder habe ich den ohne euch? Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. So. Also. Es ist Tag. Aber wir sehen uns trotzdem erst morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Stationeers. Und dann machen wir Gas. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.